Scheint erstmal alles erledigt zu sein hier. Ah, genau, wir haben die Gummikotze. Die haben wir ja von der Decke geholt. Die nehmen wir mal noch mit. Ich glaube, das ist unecht. Hoffen wir es mal. Können wir dem Scherzartikelhändler die Gummikotze andrehen? Es ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Warum denn nicht? Tisch mit Müll? Ich glaube. Komm, benutzen wir mal das Textbuch mit dem Typen. Jedoch eingeschränkt durch eine nitrogenfreie Unterdruckumgebung kann der Flux-Induktionsstromkreis sehr nützlich sein. Halt den Mund! Diese Tage ist doch ohne dich schon langweilig genug. Dieses Physikbuch ist ziemlich lustig. Das kann man hier, glaube ich, an allen möglichen Leuten ausprobieren und kriegt allerhand lustige Reaktionen. Hier haben wir noch ein Gitter. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Die Klimaanlage. Können wir da irgendwas machen? Öffne, ziehe, schließe. Vorerst nicht, denke ich. Schwingtür, waren wir da schon? Ja, na klar. Okay, ich würde sagen, wir wechseln mal eben zu Hoagie in der Vergangenheit und schauen, was da so abgeht. Können wir auf die Toilette gehen? Diese Tür ist wohl verriegelt. Nicht wirklich. Diese Tür ist wohl verriegelt. So, er hat einen Dosenöffner dabei und die Anleitung zur Batterie. Und hier haben wir einen Stecker von der Toilette. Das gehört zum Chrono John. Genau, Chrono John. Und da müssen wir um die Superbatterie anschließen. Wir sind jetzt 200 Jahre in der Vergangenheit. Und wir sehen, wo in der Gegenwart ein Auto steht. Steht hier eine lustige Kutsche. Er ist total verschmutzt. Jo. Einen Briefkasten mal aufmachen. Ich kann es nicht öffnen. Warum nicht? Was ist mit der Briefkastenflagge? Echt geil. Holy shit. Hey, der Pony Express. Okay, wenn wir dieses Flaggending nach oben machen, wird anscheinend sofort die Post abgeholt. Und das ist jetzt das gleiche Haus, in dem wir auch mit Bernhard sind, nur halt 200 Jahre in der Vergangenheit. Los, rein mit dir. Los. Achso, die Tür ist anscheinend zu. Jetzt. Hi, Mumie. Cool, der Portier ist eine Mumie. Ob es hier auch den Geheimgang schon gibt? Aber hallo. Und wen haben wir hier? Red Edison. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du?
Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Okay. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Ich zeig dir mal die Pläne zur Superbatterie. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Okay, also müssen wir mit Hoagie Öl, Essig und Gold suchen. Ist hier in dem Laborkittel, was? Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Da ist ein Linkshänderhammer. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Oh, das war meiner. Hier haben wir das schwarze Brett, das wir schon aus der Gegenwart kennen. Voll mit Plänen und Müll. Irgendwas Wertvolles dabei? Nö, soweit ich sehe nicht. Und ja, das war's hier unten erstmal, glaube ich. Ich speichere mal eben kurz. Ja, yeah. Gespeichert und weiter geht's. Ja, gehen wir mal in die Haupthalle. Jetzt sind wir hier, wo in der Gegenwart der Scherzartikelverkäufer steht. Und wir haben hier Thomas Jefferson. Ihr seht, irgendwie haben wir die wichtigen Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte sich versammelt. John Hancock und George Washington. Oh mein Gott. Wir reden mit George Washington. Das ist der Wahnsinn. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Wahnsinn. Na klar. Bist du nicht der Präsident oder sowas ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du? Soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Hängt davon ab, wie viel Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Und dieser Kumquatbaum da draußen ist der Baum, in dem in der Zukunft Laverne hängt. Und wir müssen ihn dazu bringen, den zu fällen. Das weiß ich noch. Ich habe es ja damals mal gespielt. Interessant, der Typ hat ein Gebiss. Ja. Und wir müssen quasi ihn dazu bringen, zu glauben, dass das ein Kirschbaum ist. Aber war das schon alles mit ihm jetzt? Dass das Gespräch Entschuldigung. Schon beendet ist? Ja? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen, und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Oh, verdammt! Keine Angst vor Termiten? Kaum. Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht.
der nicht die 3D-Brille erfunden? Hat er nicht die 3D-Brille erfunden? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Diese Toiletten? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Total. Aber jetzt reicht's erstmal. Ich hau jetzt ab. Eine goldene Feder. Können wir die nehmen? Hey, Finger da weg. Oh, der Verfassungsentwurf. Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Okay. Holzblock, Zeitkapsel. Zeitkapsel? What the fuck? Fass das nicht an. Das gehört dem Staat. Nein, red halt mit mir.